Heute geht es um ein Thema aus der neuen Institutionenökonomik, nämlich die Frage der adversen Selektion. Die neue Institutionenökonomik beschäftigt sich ja mit Fragen menschlicher Interaktion bei unvollkommenen Informationen. In solchen Fällen treten Transaktionskosten auf und Institutionen sind dann Regeln und Regelsysteme, die dabei helfen, diese Transaktionskosten zu reduzieren. Unvollkommene Informationen sind also unser Thema heute. Solche unvollkommenen Informationen können vor Vertragsabschluss auftreten. Dann spricht man von Hidden Characteristics oder versteckten Eigenschaften. Personalauswahl ist ein Beispiel. Oder sie können nach Vertragsabschluss auftreten. Dann spricht man von Hidden Action oder Hidden Information. Wir beschäftigen uns heute mit Problemen vor Vertragsabschluss, nämlich Hidden Characteristics und seinem Folgeproblem der adversen Selektion. Nehmen Sie als Beispiel an, dass wir 11 Personen haben, die alle eine Versicherung haben wollen. Und nehmen Sie an, dass wir 11 Personen haben, die unterschiedliche Lebensrisiken aufweisen. Da gibt es einige, die sind häufig krank, ernähren sich ungesund, gehen gefährlichen Tätigkeiten nach und wiederum andere, die ernähren sich sehr gesund, treiben Sport, sind nie krank und dergleichen mehr. Diese Personen kennen ihr Risiko für einen Krankheitsfall sehr gut. Ein potenzielles Versicherungsunternehmen kennt dieses Risiko allerdings nicht so gut. Nehmen wir an, dass die Risiken mit einfachen Beträgen ausgedrückt werden können. Der mit dem höchsten Risiko hat also eine Zahlungsbereitschaft für eine Versicherung, damit eben ein Risiko von 500 Euro und der mit dem besten Risiko eine Zahlungsbereitschaft von 0. Das Versicherungsunternehmen kann diese Risiken nicht einschätzen. Was es aber einschätzen kann, ist, wie hoch das Durchschnittsrisiko ist. Es kann also so grob die Verteilung dieser Risiken in der versicherten Gemeinschaft abschätzen. Wenn wir uns nun zur besseren Verdeutlichung diesen Fall einmal in einem normalen Koordinatensystem der Ökonomik anschauen, bei dem der Preis auf der Ordinate abgetragen ist und die gehandelte Menge auf der Abszisse, dann können wir vereinfachend davon ausgehen, dass die Nachfragekurve, die wir hier zeichnen, die Zahlungsbereitschaften dieser 11 Versicherten abbildet. 500 Euro also als Prohibitivpreis. Vielleicht müsste der Preis sogar noch ein bisschen höher als 500 Euro liegen, dann fragt keiner mehr nach. Und die Sättigungsmenge liegt bei 11. Das Versicherungsunternehmen kann den einzelnen Risiken nicht einzelne Preise zuordnen, weil es die Risiken individuell nicht identifizieren kann. Das ist genau die Informationsproblematik, mit der wir hier konfrontiert sind. Und wird deswegen gemäß der vereinfachenden Angebotskurve, die wir hier zeichnen, einen Preis verlangen, der diesem Durchschnittsrisiko entspricht. 250 Euro ist das Durchschnittsrisiko und das wird der Preis sein, den nun das Versicherungsunternehmen vereinfachend verlangt. Bei diesem Preis ist die gehandelte Menge gemäß unseres Angebot-Nachfrage-Schemas hier 6. Wieso 6 wird Ihre Frage sein? Nun, das liegt daran, dass der Preis von 250 Euro für die 5 Personen mit den besten Risiken zu hoch ist. Die werden sagen, 250 Euro für eine Versicherung, wenn mein Risiko doch nur bei 200 liegt, warum sollte ich die Versicherung abschließen? Werden das also nicht tun. Dadurch steigt allerdings das durchschnittliche Risiko, denn die besten Risiken treten ja aus dem Markt aus. Schon hier sehen wir das Prinzip der falschen Auswahl, adversen Selektion eben, bei dem die besten Risiken rausselektiert werden. 375 Euro ist nun das durchschnittliche Risiko. Die Versicherung wird eine Anpassung vornehmen müssen, denn das Risiko für sie steigt und damit wird der Preis gemäß dieser Verschiebung der Angebotskurve auf 375 Euro ansteigen. Zu diesem Preis werden allerdings nur noch 3 Versicherte die Versicherung in Anspruch nehmen, denn auch hier für diejenigen Versicherten, deren Zahlungsbereitschaft unter 375 Euro liegt, lohnt sich die Versicherung nicht. Und Sie sehen, der Prozess der falschen Auswahl geht weiter. Diejenigen Versicherten, die über ein gutes Risiko verfügen, werden sukzessive aus dem Markt heraus selektiert. Und genau das ist das Problem der adversen Selektion. Obwohl die Zahlungsbereitschaft da ist, obwohl die Versicherten bereit wären, für eine Versicherung zu zahlen, kommt es zu keinem entsprechenden Angebot.
Also haben wir hier offensichtlich einen Fall von Marktversagen. Adverse Selektion, kleine Ursache, unvollkommene Informationen, ungleich verteilte Informationen zwischen Anbieter und Nachfrager, große Wirkung, der Markt versagt.